Die Chinesen gehen voran. Guten Morgen! Nicht nur, dass sie im Technologiebereich in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgeholt und dabei sind mit ihrer Wirtschaft den Globus zu erobern, sondern nun gehen die Chinesen auch auf umweltpolitischen und gesundheitsorientierten Terrain voran. Die chinesischen Dynastien waren ja im Altertum schon führend, was Entwicklung und Erfindung angeht. Schießpulver und auch der Buchdruck wurde bereits in China weit vorher entdeckt, bevor die westliche Welt diese Erfindungen für sich beanspruchen oder übernehmen konnte. Und China außerhalb von Asien verlor immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Und nun scheint die chinesische Kultur wieder die westliche Welt nicht nur wirtschaftlich einzuholen, sondern geht eben auch, was den Umweltschutz angeht, voran. Dass die Tierhaltung der Hauptverursacher für den Klimawandel ist, das gilt als unbestritten. Ein Kilo brasilianisches Rindfleisch verbraucht nach einer Studie der Universität Wien dieselben Treibhausemissionen wie 1600 km in einem Mittelklassewagen. Ein Kilogramm Rindfleisch. Die Tierhaltung gehört also nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch aus umweltpolitischen, aus ökologischen Gründen abgeschafft. Und wenn wir auf Nutztierhaltung komplett verzichten, dann sparen wir bis zum Jahr 2050 laut einer niederländischen Studie von Elke Stehfest 32 Billionen Dollar an Klimastabilisierungskosten. Es ist allen bekannt, aber viele weigern sich, das in ihrem Leben umzusetzen. Fleischproduktion ist total ineffizient. Das ist der Fakt, den man nicht leugnen kann. Es ist extremst ineffizient. Man braucht durchschnittlich mindestens 7 Pflanzenkalorien, um eine Fleischkalorie herzustellen. Man muss sich das wirklich mal vor Augen halten. Wir verfüttern 40% der Weltgetreideernte, also fast Weltgetreideernte, also fast die Hälfte der Weltgetreideernte und 85% der Sojaernte an Nutztiere. Und was produzieren wir davon? Im Schnitt gehen von den mindestens 7 Pflanzenkalorien 5 Kalorien auf den Stoffwechsel der Tiere drauf. Also was wir reinpumpen, da gehen 5 Kalorien auf den Stoffwechsel drauf. Das bedeutet, wir produzieren Scheiße. Wir produzieren mit fast der Hälfte der Weltgetreideernte und 85% der Weltsojaernte. Scheiße! Während der Welthunger noch nicht bekämpft ist, produzieren wir Scheiße und vergiften unser Klima. Also ist doch Wahnsinn! Studien, die das alles unterlegen, die findet ihr mal wie unten in der Infobox. Aber anstatt der Fleischindustrie an die Eier zu gehen und kommende Generationen die selber wunderbare Erde zur Verfügung zu stellen, wie sie unsere Vorfahren und wir auch noch erleben durften, da wird Fleisch gefressen, bis unser Klima komplett umkippt. Egal ob man am anderen Ende der Welt die Kinder an Hunger sterben. Wir produzieren Scheiße und stecken die Kapazitäten der Landwirtschaft lieber in Kot und in Erderwärmung, als uns um Menschen zu kümmern. Wie dem auch sei, das Gesundheitsministerium von China, jetzt kommen wir zum Punkt zurück, hat nun vorgegeben, dass der Fleischkonsum von nun jährlich 63 kg innerhalb von 10 Jahren auf 27 Kilo jährlich zu reduzieren sei. Und wer die chinesische Regierung kennt, der weiß, das sind keine europäischen Richtlinien, wo die Wirtschaft oder die Verbraucher angehalten werden, ihren Fleischkonsum zu überdenken, sondern das ist halt China. Da herrscht so eine ganz andere Form der Autorität des Staates. So schlimm dies in anderen Bereichen wie der Pressefreiheit oder der freien geistlichen Entwicklung der Menschen ist, so richtig ist es doch, eine Gesellschaft vor sich selber zu schützen, vor Bequemlichkeit, vor Egoismus und auch vor fehlender Weitsicht. Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Regierung ähnlich wie damals die Zigaretten radikal besteuert wurden und genauso wird eben auch die chinesische Regierung handeln, eben dass wir auch wie wir Deutsche das mit den Zigaretten gemacht haben, auch Fleisch aufgrund aufgrund dieser miserablen Umweltbilanz erheblich besteuert wird. Das wäre einfach nur gerecht. Nochmal, 1 Kilogramm brasilianisches Rindfleisch hat dieselbe Ökobilanz wie 1600 km mit einem Mittelklassewagen. Das ist eine unglaublich hohe Zahl.
Die CO2-Emissionen in China würden damit massiv zurückgehen, wenn das runtergeht von 63 auf 27 Kilogramm kam. Und Li Junfeng, die Generaldirektorin von Chinas Nationalen Zentrum für Klimawandel für Klimawandelstrategie und internationale Kooperation, meint, dass wenn dieses Ziel erreicht wird, also in den nächsten 14 Jahren den Fleischkonsum mehr als zu halbieren, da würden die CO2-Emissionen um 1 Milliarde Tonne pro Jahr sinken. 1 Milliarde Tonnen CO2. CO2 ist ein Gas. 1 Milliarde Tonnen CO2. Nur weil man die Hälfte von Fleisch isst. Was sind denn das für Dimensionen? Ne? Was sind das für Relationen? Ich habe früher die Leute nicht ernst genommen. Sie meinten, sie seien Veganer aus ökologischen Aspekten. Also weder wegen ihrer eigenen Gesundheit noch wegen den Tieren. Ich konnte das nicht ernst nehmen. Aber angesichts dieser Zahlen, da muss man wirklich einmal ganz, ganz tief durchatmen und einfach sagen, sowohl die Gesundheit als auch die moralische Sicht, aber eben auch der ökologische Aspekt ist ein ganz klarer, schon für sich alleine ausreichender Grund, vegan zu werden. Also, mein Gott, warum geht das nicht schneller mit der veganen Ernährung? Das ist doch alles so klar, ne? Das ist so klar, wie schlecht Fleisch ist auf allen Fronten, die es gibt: Gesundheit, Ökologie, Moral. Ich verstehe, wenn man einmal diese Informationen wirklich bekommen hat, dann verstehe ich nicht, warum man dann tatsächlich noch weiter Fleisch essen kann. Das ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Es gibt keinen Grund mehr, ne? Also ein Hoch auf China. Und China hat auch sofort in Westeuropa große Anerkennung bekommen. Der britische Premier David Cameron hat diese Tatsache, dass China den Fleischkonsum in den nächsten 15 Jahren halbieren möchte, explizit öffentlich gelobt und massiv Komplimente verteilt. Für China, ne? Ja, lasst uns nachziehen und lasst uns die Chinesen in diesem Kontext zum Vorbild nehmen. Lasst sie auch spüren, dass wir China als Vorreiter auch wieder anerkennen. Und sie werden sich dann, glaube ich, auch in Punkten wie den Menschenrechten an Europa annähern. Lasst uns gemeinsam zusammenrücken, Ländergrenzen und Ideologien überwinden für eine gesunde, friedlichere und schönere Welt. So, nun passend zu großen Gedanken, das größte vegane kanalübergreifende Rezeptbuch der Welt. Die Mission Vegan 5 ist wieder ein Level höher gekraxelt. Die liebe Sophia von Is Happy hat gefüllte Tomaten mit Champignons mit rote Linsenkarottenfüllung gemacht. Und ihr Video findet ihr einerseits hier oder auch unten in der Infobox. Danke Sophia fürs Mitmachen und dein tolles Rezept. So, dann schreibt mir eure Meinung zum etwas unwirklichen Umstand, dass China vorangeht und als erstes großes Land den Fleischkonsum radikal beschneiden will. Bis morgen, euer Christian. Ciao.